So, was haben wir denn jetzt hier? Aber tödliche Challenges auf TikTok. Sie steigen auf Kisten, bringen sich absichtlich zu Fall, essen ultrascharfe Chips. Solche und ähnliche Challenges gehen unter anderem auf TikTok viral. Es sind Mutproben, die auf den ersten Blick harmlos aussehen. Ja, Psychos halt. Doch viele der Challenges sind gefährlich. Manche von ihnen enden sogar tödlich. Die 17-jährige Leonie ist eines von vielen Opfern. Sie soll infolge der Deo-Challenge gestorben sein. Wenn man sie also die Deo-Challenge herausgefordert hat, sozusagen, dann hat sie die Herausforderung angenommen, dann wollte sie das schaffen. Diese vielen kreativen Möglichkeiten, die TikTok bietet, die sind ja durchaus empowernd. Trotz verschärfter Maßnahmen... Was ist denn die Deo-Challenge? Ha? Breiten sich immer wieder neue Challenges auf TikTok mit zum Teil tödlichen Folgen. Aber was treibt Kinder und Jugendliche eigentlich dazu an, ihr Leben zu riskieren? Und welche Verantwortung trägt die Plattform TikTok? Im Januar 2023 befindet sich Leonie auf eigenen Wunsch hin in einer Reha-Einrichtung. Dort lernen Jugendliche mit Angstzuständen und Phobien umzugehen, unter welchen Leonie seit einiger Zeit leidet. In der Reha geht es ihr gut, sie hat ein Einzelzimmer. Mit den anderen Jugendlichen versteht sie sich auch gut. Doch am Morgen des 30. Januar wird sie tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Was ist passiert? Also sie war in einer Reha. Okay. Ich treffe den Vater von Leo. Bei einer sogenannten Deo-Challenge sprühen Jugendliche das Deo möglichst lange auf die Haut. Das enthaltene Chemikalien können dann schwere Verbrennungen verursachen. Bei einer zweiten Variante der Mutprobe ist das Ziel, so viel Deo wie möglich einzuatmen. Ich hasse junge Menschen einfach. Was? Das sind also diese Leute, die auch das Waschmittel gefressen haben, oder was? Alter, also naja gut, du kannst wahrscheinlich einfach... Hä? Oh, scheiße. Alexander. Er erzählt mir, was Leonie für ein Mensch war. Leonie war ein Mensch, der wirklich in kein Raster gepasst hat. Ich habe sie auch eigentlich immer meine Wundertüte genannt, weil sie genau das gewesen ist. Weil sie konnte einen ganz furchtbar überraschen. Wenn sie einen spontanen Einfall gehabt hat, war eben dann sehr impulsgesteuert. Und wenn sie eine Idee hatte, dann hat sie die auch direkt umgesetzt. Und ihr sind Sachen eingefallen, die werden keinem anderen eingefallen. Kannst du uns erzählen, wie du von dem Tod von Leonie erfahren hast? Der Kripo-Beamte sagte mir, als wir ihre Tochter gefunden haben, sind wir zu 100% von Suizid ausgegangen. Wir haben jetzt ermittelt, 2 Tage, wir haben mit den Leuten gesprochen. Wir wissen heute, es war ein Unfall. Ich saß einfach nur da wie betäubt. Also es hat sich angefühlt, ja, als wenn man ja, unwirklich und völlig betäubt, völlig taub. Wir haben mit der zuständigen Staatsanwaltschaft gesprochen. Die hat uns gesagt, dass bei Leonie ein Deo-Spray und eine Plastiktüte gefunden wurden. Im Rahmen der Ermittlungen ist herausgekommen, dass Leonie gegenüber den anderen Jugendlichen in der Einrichtung erwähnt hat, an der Deo-Challenge teilzunehmen. Was viele nicht wissen, in Deos ist Butangas enthalten, das zu Lähmungen des Herzmuskels und der Atemwege führen kann. Was genau in dieser Nacht passiert ist, ist schwer zu rekonstruieren. Aus dem Obduktionsbericht geht aber hervor, dass Leonie das gefährliche Deo-Spray über eine Plastiktüte eingeatmet und an dem daraus folgenden Sauerstoffmangel erstickt ist. Es wird von einem Unfall ausgegangen. Es kann nicht vollends bestätigt werden, dass Leonie... Ich bin ein bisschen irritiert. Also, davon wird, es wird von einem Unfall ausgegangen, wenn jemand eine Deo... Ein vorsätzlicher Unfall, oder... Leonie die Deo-Challenge über TikTok kannte. Fakt ist, dass sie einen Account bei TikTok hatte. Videos solcher Art hat sie bis zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht geteilt. Auch gefilmt hat sich Leonie in dieser Nacht nicht, weil Jugendliche in der Einrichtung nachts ihre Handys abgeben müssen. Okay. Hä? Über 20 Millionen Menschen in Deutschland nutzen TikTok. Davon sind knapp die Hälfte unter 24. Auch ich selbst benutze TikTok. Aber warum funktioniert TikTok gerade bei uns jungen Menschen so gut? Um das besser zu verstehen, treffe ich die Social-Media-Expertin Hanna Klimpe. Ich war anfänglich sehr euphorisch, als TikTok auf den Markt kam, weil man einfach gesehen hat, dass gerade junge Menschen da sehr kreativ sind, auch dabei sowas wie Alltagspraktiken und Politik zu verbinden. Diese vielen kreativen Möglichkeiten, die TikTok bietet, die sind ja durchaus empowernd. Das ist ja
sehr leicht, sich da einfach zu filmen mit dem Handy, das mit unterschiedlichen Effekten zu bearbeiten. Man kann schnell mal quick and dirty irgendwie sich ausprobieren und irgendwie was Neues machen. Es ist ja dumm, aber eine 12-Jährige hier schämen? Hä, die ist doch nicht 12. Du hast nicht mal zugehört und verstanden, dass die 17 war? What the fuck is happening? Leonies Vater geht davon aus, dass Leonie das Deo-Spray eingeatmet hat, weil sie durch eine TikTok-Challenge dazu inspiriert wurde. Welche Bedeutung hatten die Challenges denn für Leonie? Unsere Tochter hatte ja das Pech, dass sie bei ihrer Geburt nicht geatmet hat. Und hatte einen Sauerstoffmangel, das war zwar relativ schnell behoben, war deswegen auch immer so ein bisschen von der Entwicklung, es hat sich dann so eingependelt, immer so 2 Jahre hinterher. Aber sie war extrem willensstark und sie wollte immer mit den anderen mithalten. Und sie wollte Anerkennung. Sie wollte Anerkennung, ja, und die Bestätigung, ja, dass sie ja, ein toller Mensch ist. Das war das, was sie angestrebt hat. Das ist ja genau das, was diese TikTok-Challenges eben auch machen. Dass andere Menschen sich diese Videos angucken und dann kommentieren. Und das also es gab ja immer schon, es ist ja auch immer schon so, und ich denke, das könnt ihr auch selber aus anekdotischer Evidenz schon sagen, also weil ihr es selber erlebt habt, dass junge Leute dumme Dinge machen, die übermütig sind, weil sie die Gefahren nicht richtig erkennen. Sie begeben sich in gefährliche Situationen. Das ist alles schon immer so gewesen. Man hört das manchmal auch aus den Medien und es wird mal davon berichtet, ja, junger Mensch hat das und dies getan. Alles Mögliche. Ich habe das Gefühl, dass TikTok diese ganze Scheiße aber um ein Vielfaches potenziert. Einfach, weil die Zielgruppe erstmal maßgeblich jünger ist und weil die Vernetzung von dummen Ideen halt global wird. Und dieser Cocktail aus schnellem Content, Interaktion, dummen Ideen und globaler Vernetzung und risikoreichem Handeln führt halt zu Katastrophen wie diesen hier. Deswegen ist es völlig klar für mich, dass sie das unglaublich gereizt hat. Leonie hat die Gefahren, die von solchen Challenges ausgehen können, unterschätzt. Dabei ist sie kein Einzelfall. Potenziert ist definitiv, aber wer bei Windbach muss schon maximal Lust sein, bei aller Liebe. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum man Deos einatmet. I don't know. Ich weiß das nicht, aber es ist halt nicht eine Idee, die sie hatte. Verstehst du? Das ist das Ding. Das ist eine Idee, die sie über diesen Kanal bekommen hat. Und auch der 15-jährige Felix aus NRW soll im September 2023 an den Folgen der Deo-Challenge gestorben sein. Boah, Alter. Was junge Leute aus Risikofreudigkeit und Naivität und dem Unwissen machen, kann halt wirklich verheerend sein. Für seine Familie ist das ein unbegreiflicher Schock. Krass. Neben Leonie und Felix sollen auch Kinder und Jugendliche aus Großbritannien, den USA und Italien tödliche Opfer von Challenges geworden sein, die unter anderem auf TikTok viral gegangen sind. Eine weitere extrem gefährliche Challenge ist die Blackout-Challenge. Oh Gott. Oh fuck no, davon habe ich schon mal gehört. Diese Challenge hat plattformübergreifend existiert und weltweit zu Todesopfern geführt. Oh mein Gott, der Scheiß, davon habe ich gehört. In den USA sollen im Februar 2021 die 9-jährige Ariani und im Juli 2021 die 8-jährige Lelanie daran gestorben sein. Auch der 14-jährige Leon aus Schottland soll an den Folgen der Blackout-Challenge gestorben sein. Von TikTok möchte ich wissen, wie sie zu dem Vorwurf stehen, solche und ähnliche Inhalte zu verbreiten. Eine Pressesprecherin lässt mir dazu schriftliche Informationen zukommen. Wir moderieren unseren Content nach strengen Maßgaben unserer Community-Richtlinien. Leider kommt es manchmal vor, dass aufgrund von unsachgemäßer Handhabung sich selbst, oh, ja, so in diese Richtung wird es sein, ne?
Durch intensive Moderation verbessern wir täglich unseren Prozess im Umgang mit schwerwiegenden und kritischen Inhalten, um zukünftig sicherstellen zu können, dass so etwas nicht vorkommt. Wenn Sie Inhalte kennen, dann melden Sie die einfach. Mal gucken, wie der, also jetzt habe ich ein paar Takes genommen, mal gucken, wie die aussehen. Bei TikTok verbieten wir strengstens Inhalte, die gefährliches Verhalten fördern, und entfernen sie, da die Sicherheit unserer Community für uns Priorität hat. Wir haben eine Technologie entwickelt, die unsere Sicherheitsteams bei einem plötzlichen Anstieg bei gegen unsere Community-Guidelines verstoßenen Inhalten in Verbindung mit Hashtags alarmiert, um potenziell schädliche Trends zu erkennen. Die TikTok-Sprecherin teilt uns mit, dass weder die besorgniserregende Deo-Challenge noch die Blackout-Challenge Trends auf TikTok gewesen seien. Die Blackout-Challenge gäbe es schon lange vor der Existenz der Plattform. Offenbar haben Menschen aus anderen Quellen als TikTok davon erfahren. TikTok weist darauf hin, dass inzwischen Warnhinweise auf gefährliche Inhalte aufmerksam machen oder diese sogar komplett gelöscht werden. Trotzdem lassen sich viele davon nicht abschrecken. Aber was bringt Kinder und Jugendliche dazu, ihr Leben zu riskieren? Mutproben hat es ja bei jungen Menschen immer schon gegeben, eine beliebte Form, sich auszutesten, sich Anerkennung zu verschaffen, sich Zugang und Akzeptanz in einer Peergroup zu verschaffen. Das ist jetzt nichts, was durch TikTok erst entstanden wäre. Challenges sind natürlich einmal eine Form. Digga, cringe die Mucke im Hintergrund. Mach die doch aus, ich will der Frau zuhören. Von Content, von der man weiß, dass die schnell viral geht. Also wenn man sagt, man möchte gerne Bekanntheit bekommen, weiß man, wenn ich bei einer Challenge mitmache, habe ich da relativ gute Chancen. Und es eben auch so einen Nervenkitzel verspricht, zu sagen, ich nehme da jetzt teil und ich mache vielleicht was, was gefährlich ist. Warum werden im Rahmen der Challenges die Gefahren nicht richtig eingeschätzt? TikTok funktioniert ja auch sehr stark über dieses sogenannte Rabbit Hole. Also man guckt sich ein Video an, man guckt sich eine Challenge unter einem bestimmten Hashtag an und scrollt immer weiter runter, guckt sich das einmal an, guckt sich das zweimal an, guckt sich das 500 Mal an. Und dadurch kriegt man eben auch das Gefühl, okay, das ist normal und alle machen das. Und das ist nichts Besonderes, das zu machen. Bei allen geht das gut, die kriegen super viele Likes dafür. Das möchte ich jetzt auch. Gleichzeitig ist natürlich der Druck da. Man weiß, wenn man sowas nachmacht, man muss es ein bisschen krasser nachmachen, wenn man selber damit jetzt noch Erfolg haben möchte. Und das animiert natürlich auch eben, ja, über seine Grenzen zu gehen, um eben überhaupt noch Sichtbarkeit und Viralität mit so einem Video zu erzeugen. Wir alle kennen das wahrscheinlich. Stundenlanges Abspielen von einem Video nach dem anderen. Was viele vielleicht nicht wissen, im Englischen spricht man hier von dem sogenannten Rabbit Hole-Effekt. Hierbei wird ein langer Tunnel mit vielen Abzweigungen beschrieben, der als Metapher dafür steht, dass man sich ablenken und auf Abwege führen lässt. Von TikTok möchte ich wissen, wie Sie zu dem Vorwurf stehen, dass Ihr Algorithmus jungen Menschen gefährliche Inhalte zeigt. Weltweit arbeiten wir mit führenden ExpertInnen, um die Sicherheit für junge Menschen zu gewährleisten. Unter anderem wurde ein eigener Bereich für Online-Challenges eingerichtet. Der Bereich gibt Community-Mitgliedern Ratschläge, was zu tun ist, wenn sie auf Challenges oder Mutproben stoßen, und enthält Ressourcen für Eltern, Erziehungsberechtigte und PädagogInnen. Eigentlich darf TikTok erst ab 13 Jahren verwendet werden und dann auch nur mit Einwilligung der Eltern. Es scheint aber, dass diese Regeln umgangen werden können, wie uns die Beispiele der 8- und 9-jährigen Mädchen in den USA zeigen. TikTok selbst gibt an, regelmäßig Accounts zu löschen, bei denen Verstöße gegen die Altersvorschrift festgestellt werden. Ja, also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum TikTok unbedingt massiv eingeschränkt gehört, aber es ist ein weiterer Grund, um zu sagen, okay, wir sollten TikTok auf jeden Fall aus allen App-Stores zurückziehen, um das, um zu schauen, ob das damit auch ein bisschen weniger wird. Welche Bemühungen unternimmt TikTok für die Einhaltung der Altersgrenzen und welche Verantwortung trägt die Plattform wirklich? Die Altersgrenze gibt man ja selber an. Von daher ist das eine reine Selbstauskunft. Gut, die Alternative wäre, Leute müssten einen Personalausweis hochladen. Das ist jetzt datenschutzrechtlich natürlich extrem bedenklich. Also letztlich ist diese Altersvorgabe von TikTok Augenwischerei, weil jeder oder jede die umgehen kann. Erstmal den Perso direkt zu Xi Jinping schicken. Sollte entweder seine Dienstleistung sicher machen, speziell für Minderjährige. Und wenn es das nicht gelingen sollte, ja, dann tut es mir leid. Dann darf das, nach meinem Dafürhalten, dürfte das Unternehmen dann nicht mehr am Markt tätig sein.
Leonies Vater möchte nicht gegen TikTok klagen, weil er befürchtet, dass ein Prozess sich in die Länge ziehen würde und nur geringe Erfolgschancen hätte. Eine Klage bringe ihm seine Tochter auch nicht zurück. In den USA ist das anders. Dort klagen die Eltern von Leleny und Ariani mit der Unterstützung des Social Media Victim Law Centers gegen TikTok. Unter anderem werfen sie der Plattform vor, dass ihr Algorithmus Kinder und Jugendliche mit gefährlichen Inhalten konfrontiert. Noch gibt es in dem Verfahren kein Ergebnis. In Europa ist seit November 2022 der DSA in Kraft getreten. Seit dem 17. Februar 2024 ist er allumfassend anwendbar. Der Digital Service Act verpflichtet europaweit digitale Dienstleister, also vor allem Online-Plattformen, zu mehr Schutz und Transparenz der VerbraucherInnen. Wenn Plattformen wie TikTok in Verdacht stehen, gegen Bestimmungen des DSA verstoßen zu haben, kann ein spezielles Untersuchungsverfahren eingeleitet werden. Dabei sollen Maßnahmen durchgesetzt werden, die ein hohes Maß an Privatsphäre, Sicherheit und Schutz für Minderjährige gewähren. Wenn du auf TikTok was zu Uiguren oder Tibet posten willst, dann wird das sofort gelöscht. Aber solche Challenges bleiben, was ein Grund für mich ist, die App zu schließen. Also das nicht nur das. Also ich kann euch, ihr wisst ja sicherlich, dass ich in meinem Nachrichtenkanal Meinungsmache halt regelmäßig immer mal Nachrichten da auch mache. Und wir können da keine Uploads machen. Also die Plattform sperrt in gewissen Abständen immer mal ein Video, einfach weil die sagen, ja gut, das Beste war, und das ist das Beispiel ist absolut absurd, deswegen nehme ich es einfach mal davor. Es gab diese Falschinformationen zu diesen Vergewaltigungsfeiertagen, also dieser Rape Day, wo halt über Social Media verteilt wurde, dass es jetzt so einen Tag gibt, wo Vergewaltigungen nicht strafrechtlich relevant sind. Und ich habe dazu einen Artikel gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe und vorgelesen, dass diese Inhalte falsche Informationen sind, dass das nicht wahr ist und dass das über Social Media verteilt wird, um Leute in dem Glauben zu lassen, dass das tatsächlich existiert. Dieser Beitrag wurde gelöscht. Und nach Nachfrage wurde der gelöscht, weil Fake News. Dann haben wir den Beitrag nochmal verändert, nochmal hochgeladen, Video ging online und er wurde wieder gelöscht. Mit der Information Fake News. Wir schaffen es nicht, also wir schaffen es zumindest nicht langfristig und bewusst, korrigierte und auch sachbezogene Nachrichten auf TikTok zu bekommen, weil die von TikTok selbst gelöscht werden. Und das ist, also das ist das ist schon ein ganz ekliges Zeichen dafür, dass auf dieser Plattform irgendwas ganz und gar nicht besser, also gut läuft. Ganz und gar nicht. TikTok gehört geschlossen. Schnellstmöglich. Die Art und Weise, wie der Algorithmus da Dinge in die Gehirne von jungen Leuten pusht, rechtspopulistisch, rechtsextrem, menschenfeindlich, selbstverletzend, die Plattform gehört dicht gemacht. Die gehört wirklich dicht gemacht. Das ist eine durch die chinesische kommunistische Partei kontrollierte Plattform. ByteDance ist kein unabhängiges Unternehmen. Die haben TikTok für das eigene Land nicht benutzt, weil sie genau wissen, was das für Auswirkungen hat auf die Bevölkerung. Das ist Cyber Warfare. TikTok ist eine hybride PsyOps Twitch Prime is Angriffs- not a crime. Angriffsstrategie. Damit wird der Westen angegriffen. Und anstatt was dagegen zu machen, wird halt lang rumgelabert. Naja. Die EU-Kommission hat am 19. Februar 2024 ein solches Verfahren gegen TikTok eingeleitet. Untersucht werden sollen neben anderen Verstößen, ob die Vorschriften zum Jugendschutz adäquat eingehalten werden. Ich spreche mit der IT-Rechtlerin Tahereh Panahi. Sie erklärt mir, welche Konsequenzen das Verfahren gegen TikTok haben kann.
TikTok als Online-Plattform ist natürlich eine Blackbox mit eigenen Geschäftsbedingungen, mit eigenen Geheimhaltungsinteressen und legt natürlich nicht die eigenen Funktionen und Algorithmen einfach so offen. Durch diese Untersuchungsmaßnahmen, die die EU-Kommission jetzt hat, zum Beispiel zur Prüfung von Büchern, Betretung der Geschäftsräume, Anordnung von MitarbeiterInnenbefragung und so weiter oder sogar auch Prüfung der Algorithmen, da ist eben ein Blick in diese Blackbox möglich und kann die EU-Kommission erstmal in die Lage versetzen, wirklich eine empirische Grundlage zu haben für diese Verstöße. Und dieses Verfahren kann dann in einen Nichteinhaltungsbeschluss münden, der zu sehr empfindlichen Geldstrafen führen kann. Das heißt, bis zu 5% des weltweiten Jahresumsatzes von TikTok. Im Extremfall, also wenn alle anderen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann sogar ein Verfahren zur Sperrung des Dienstes eingeleitet werden. Ist eine Sperrung von TikTok realistisch? Das ist für mich als Juristin, die nicht in diesem Verfahren beteiligt ist, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Denn der Informationsfluss zwischen TikTok bzw. dem Anbieter ByteDance und der EU-Kommission findet natürlich nicht öffentlich statt. Man weiß nicht, wie kooperativ TikTok da tatsächlich ist. Aber was jetzt tatsächlich geändert wird, ob TikTok tatsächlich an seine Algorithmen rangeht, eine Altersverifikation einführt, das wird sich dann noch zeigen. Wie lange das Verfahren dauern wird und wann es zu einem Ergebnis kommt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Egal wie das Verfahren ausgeht, es wird Alexander seine Tochter nicht zurückbringen. Er hofft, dass TikTok dadurch strengeren Regeln unterworfen wird und seine Inhalte so anpassen muss, dass sie keine Kinder und Jugendlichen mehr gefährden. Gefährliche Challenges wie die Deo-Challenge oder auch die Blackout-Challenge sind auf TikTok inzwischen gelöscht und dort nicht mehr auffindbar. Dabei ist davon auszugehen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder eine neue Challenge auftaucht. Erst vor ein paar Wochen soll ein 11-jähriger Junge aus England an den Folgen der sogenannten Chroming Challenge gestorben sein. Bei der geht es darum, giftige Dämpfe wie die von Nagellack einzuatmen. Auch dieser Fall zeigt, dass Kinder und Jugendliche an den Folgen von gefährlichen Challenges versterben können. Was denkt ihr? Welche Verantwortung trägt TikTok dabei? Und was haltet ihr von solchen Challenges? Hier oben habt ihr zu dem Fall einer Influencerin, die hunderten Menschen jahrelang illegal Hyaluronsäure gespritzt hat. Und falls ihr das Format Julia vs. Joey noch nicht kennt. Nee, kenne ich nicht, will ich aber auch nicht. Jesus fucking Christ. Es ist halt immer schon schwierig gewesen, junge Leute davon abzuhalten, richtig dumme Dinge zu tun. Versuch mal ein rationales Gespräch mit einem tief in der Pubertät steckenden 16-Jährigen zu führen. Ja, gut. Have fun. Diese Plattform, besonders die Art und Weise, wie TikTok halt funktioniert, ne, dieses Beballern mit Content, Aufmerksamkeit runterfahren, ist halt, das kannst du halt vergessen. Das kannst du halt vergessen.